Punkt 18 Uhr. Schön, dass Sie da sind. Wir machen weiter mit Bunte Live und schalten direkt nach München in die Bunte Redaktion zu unserer Kollegin, zu Barbara Fischer. Schön, dass du uns zugeschaltet bist. Lieben Gruß nach München. Und wir müssen unbedingt sprechen über Brad Pitt. Denn mit 60 Jahren, fast 60 Jahren, soll er sesshaft werden. Zusammen mit seiner Ines de Ramon. Er hat ja seit der Trennung von Angelina Jolie nicht mehr wirklich mit einer Frau zusammengelebt. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, er soll sesshaft werden. Babsi, was genau weißt du darüber? Das interessiert mich jetzt. Ja, das hast du richtig gesagt. Er möchte mit Ines zusammenziehen und sie möchte auch. Also sie hat ja gesagt und irgendwie scheint sie wirklich seine Seelenverwandte zu sein. Also die beiden sind ja seit November letzten Jahres ein Paar und haben ja auch schon Silvester zusammen verbracht in Mexiko. Da sehen wir auch, glaube ich, gleich die Bilder in Cabo San Lucas. Ah. Und genau, die beiden lesen gerne, die beiden mögen gerne Kultur und was auch besonders toll an ihr ist, sie ist so bodenständig. Also sie liebt die Privatsphäre und hasst die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das mag er auch so gerne an ihr. Wo genau wohnen die beiden denn jetzt? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn man zu Brad Pitt zieht oder er zu ihr? Wie ist das geregelt? Ja, die beiden wollen natürlich komplett neu zusammen starten. Brad Pitt hat sich kürzlich ein neues Haus gekauft in Los Feliz. Das ist der Nobelstadtteil von L.A. und hat sich ein bisschen verkleinert. Genau, wir sehen es hier. Das ist ein Bungalow für knapp 4 Millionen Euro und hat, ja, so... Das Haus selber hat nur, glaube ich, knapp 200 Quadratmeter und mit 3 Schlafzimmern, einem Saunahaus und ja, da wollen die jetzt komplett neu zusammen durchstarten und ich glaube, das Haus aus den 60er Jahren passt irgendwie auch ganz gut zu den beiden. Das wirkt ja fast bodenständig, muss man sagen. Ja. Also auch irgendwo ein Stück weit sympathisch, dass es ja doch ein bisschen kleiner in Anführungszeichen ausfällt. Angelina Jolie habe ich gerade angesprochen, die Ex von Brad Pitt. Wie kommen die eigentlich mittlerweile miteinander aus, gerade auch im Hinblick auf die Kinder und dieser neuen Situation? Ja, man mag es irgendwie kaum glauben, aber dieser Scheidungskrieg ist immer noch nicht vorbei zwischen Angelina und Brad Pitt. Also das Vermögen, das Sorgerecht, alles ist noch nicht ganz geklärt. Aber das Gute ist, Ines hat die Kinder von Brad schon kennengelernt und die sollen sich wirklich sehr gut verstehen. Was Angelina aber dazu sagt, das wissen wir natürlich nicht. Also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt quasi dann ausgeht, in Anführungszeichen, weil ich würde den beiden einfach irgendwie ein glückliches Patchwork-Leben wünschen, insbesondere total, wenn das jetzt ja offensichtlich was Ernstes ist mit der neuen. Vielen Dank und wir müssen mit einem nächsten Thema weitermachen, was wirklich ein bisschen komplex ist. Also, es geht um Millionen. Formel-1-Legende Niki Lauda hat ja nun ein ziemliches Imperium hinterlassen, da geht es um sehr viel Geld und seine Witwe, ja, seine Witwe Birgit fordert jetzt knapp 30 Millionen aus dem Stiftungsvermögen, die Niki Lauda hinterlassen hat, vor Gericht ein. Jetzt muss man das so ein bisschen aufdröseln, das ist nicht so ganz einfach. Es gab vor Gericht jetzt eine Wende. Barbara, erklär uns bitte einmal, wer verklagt da wen, warum überhaupt vor Gericht und warum muss die Witwe, die ja eigentlich, also erbrechtlich gesehen eh das Geld erbt, hätte ich jetzt gedacht, überhaupt das Geld einfordern? Erklär uns das mal bitte. Genau, du hast ja schon sehr viel erklärt. Niki Lauda hat mindestens 250 Millionen Euro hinterlassen und hat dieses Geld in einer Stiftung auch sozusagen angelegt. Und er hat natürlich seine 4 Kinder oder beziehungsweise seine 5 Kinder alle bedacht, aber seine Witwe Birgit hat keinen bestimmten Erbanteil sozusagen bekommen. Und ihr steht ja als Witwe ein Pflichtanteil zu. Und das sind diese 30 Millionen Euro. Und dadurch, dass sie die letzten 4 Jahre, wollte sie sich immer wieder einigen und wollte sich an einen Tisch setzen mit den Stiftungsvorständen, mit der Familie und wollte eigentlich, dass ihr dieser Pflichtteil ausgezahlt wird. Doch bislang ist nichts passiert. Und das ist jetzt sozusagen ihr letzter Schritt. Sie ist vor Gericht und klagt diesen Pflichtanteil an. Okay, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Also warum musste sie denn diesen Schritt gehen? Ja, das ist die große Frage, die wir uns stellen, weil eigentlich hatte man ja das Gefühl, dass die Familie gut harmoniert, auch die Freunde, die in der Stiftung tätig sind, dass alle eigentlich sehr eng miteinander sind. Doch irgendwie ja, ist es hier zu verhärteten Fronten gekommen. Und das ist jetzt die letzte Instanz von Birgit Lauda. Ne? Und jetzt kam halt dieser große Paukenschlag, den du auch am Anfang schon angesprochen hast.
Birgit, die eigentlich die Klägerin war, wurde auf einmal zur Angeklagten. Denn die Stiftung hat nicht nur vor, ihr weniger zu zahlen. Nein, die Stiftung möchte Birgit für erbunwürdig erklären lassen. Okay, und also du hast ja gerade schon gesagt, es ist noch nicht so ganz klar, was genau da passiert ist. Aber gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, die in irgendeiner Form begründen, warum sie erbunwürdig ist? Weil eigentlich ist sowas doch relativ klar. Und vor allem hatte ich immer das Gefühl, nach dem Tod von Niki Lauda, dass eigentlich alles relativ gut geklärt ist. Absolut. Und ich glaube, das ist auch das, was Niki Lauda dachte. Ich glaube, er dachte, er hätte auch alle gut bedacht. Aber die Stiftung wirft halt jetzt Birgit vor, sie wäre nicht ehrlich gewesen über ihr Vermögen. Sie hätte diverse Kunstwerke, aber auch Schmuck, alles, was so in der Ehe entstanden ist, nicht angegeben und unterschlagen. Und deswegen hätte sie halt auch falsche Aussagen getätigt. Und daher möchte die Stiftung sie als erbunwürdig erklären lassen. Eieieiei, ich hoffe im Sinne aller, gerade wenn irgendwie eine berühmte Person oder generell wenn eine Familienangehöriger verstorben ist, dass man dann sich mit solchen Sachen auseinandersetzen muss. Das ist also natürlich eines Niki Laudas überhaupt nicht würdig. Und ich hoffe im Sinne aller, ja, dass das irgendwie gut ausgeht. Babsi, vielen Dank, lieben Gruß nach München und ihr habt uns eine weitere schöne Geschichte mitgebracht und die handelt von einer deutschen Rap-Legende, The Voice Kids, betreut er natürlich auch in der Jury, Privatjet, Porsche-Rennfahrer, Fanta 4-Star Smudo, tanzt eigentlich auf allen Hochzeiten gleichzeitig. Die Band, also Fanta 4, absolut nicht zu stoppen, kennen sie alle, fast seit 40 Jahren eine der beliebtesten Bands Deutschlands und sie wollen offenbar die Road Rolling Stones jetzt alt aussehen lassen und schwächeln kein bisschen. Im Sommer startet die neue Tournee. Und woher kommt die Energie für Konzerte, TV-Shows, Autorennen, Familie, Werbejobs und Fliegerei? All das natürlich, in erster Linie liegt es irgendwo ein Stück weit natürlich an Smudo. Und der hat jetzt so richtig Gas gegeben und uns vor allem einen Tag mitgenommen. Der da ist Smudo. Seine Band sind die Fantastischen Vier. Wir treffen ihn frühmorgens am Hamburger Flughafen. Was die wenigsten wissen, der Rapper ist seit 18 Jahren Pilot, denn er leidet unter chronischem Zeitmangel. Ich fliege relativ viel zu Festivals oder zu Proben mit der Band und jetzt bin ich noch auf dem Weg zur Arbeit. Ich finde es merkwürdig, ich bin viel interessiert und mache viele Sachen und doch habe ich immer das Gefühl, ich hätte gerne mehr Freizeit. Dabei habe ich mich selber eingebrockt. Ich habe meinen Therapeuten immer gesagt, wie konnte das passieren? Ich wollte immer meine Ruhe haben. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen Rapmusik und wir hören sie auch gern. Herzlich willkommen zu unserer Show und meine Wenigkeit, ich heiße Simudio. Für mich ist Arbeit oder im Allgemeinen, was ich im Leben so mache, immer irgendwie Beschäftigung oder Hobby. Mit der Band arbeiten ist auch Spaß und Arbeit gleichzeitig. Und mit den Kindern Frühstück machen ist auch Spaß und Arbeit gleichzeitig. Also irgendwie, es gibt eher so im normalen Alltag manchmal für mich die Sehnsucht, eine komplette so eine Ruheinsel zu haben, wo ich dann im Hotelzimmer einfach nur den ganzen Tag liegen bleibe, sodass quasi nichts passiert. Dann, lieber Smudo, müsstest du dein Leben anders planen. Denn jetzt ist der Rapper Juror von The Voice Kids, Werbestar, Rennfahrer und dreifacher Familienvater. Wie bringt er das alles unter einen Hut? Wir begleiten Smudo einen Tag lang. Am Nürburgring nimmt er an der deutschen Langstreckenmeisterschaft teil. Das ist ein mentaler Sport, wie ich im Auto sitze und spüre, was es macht. Und dann mit unglaublich hohem Tempo auf eine blinde Kuppe zuzufliegen und ganz genau zu wissen, was man macht. Und die Reifen vorne, wie sie greifen, wie hinten das mit der Heck. Also ich fühle mich dann total lebendig. Ich finde das geil. Abschalten bei 240 Sachen? Hier gewinnt er Abstand vom Bandalltag und sammelt Kraft für die Familie. Denn zu Hause haben die Frauen das Sagen. Ehefrau Esther Schmidt und die drei Töchter halten Smudo auf Trab und haben feste Zeiten im Wochenplan des Popstars. Diese Woche zum Beispiel war total stressig. Sonntag Nacht nach Stuttgart, weil am Montag früh um 7 Uhr am Set stehen. Und dort dann 2 Tage gedreht, dann direkt vom Drehen in den Flieger nach Hause, nach Hamburg. Dort dann abends Familie, am nächsten Morgen Familie, Frühstück und Schule und Kindergarten. Und dann ins eigene Flugzeug gestiegen und bumm nach Köln geflogen. Dort dann die Show, bei der Show ist zu Gast gewesen. Und dann am nächsten Morgen hierher in den Ring geflogen und dann ins Autorennen. Und dann geht es am Samstagnachmittag nach Hause. Und zwar muss ich unbedingt rechtzeitig am Nachmittag zu Hause sein, weil meine Frau Termine hat und ich dann die Familie übernehmen muss. Es könnte alles so einfach sein.
Immer auf Achse. Oder bei Smudo hinterm Propeller. Denn schon im Sommer startet die Live-Tour der Fantastischen Vier. Und wenn sie nicht gemeinsam auf der Bühne stehen? Auch dann verbringen die Fantas immer wieder Zeit zusammen. Zum Beispiel mehrere Tage bei einem Werbedreh in Südafrika. Bei dem Dreh gab es keine Freizeit. Da haben wir die ganze Zeit gedreht. Da war gedreht. Jeden Tag gedreht. Und am Ende hatten wir ein kleines Festchen gefeiert mit allen Beteiligten. In der Kneipe. Und dann sind wir nach Hause geflogen. Nächster Job? Smudo und Bandkollege Michi Beck als Juroren bei The Voice Kids. Die Talentshow, die selbst die Fantas manchmal in den Schatten stellt. Die langen Töne stehen da wie eine Eins. Ich habe viele Semester Juror studiert bei Voice Kids, von daher ist das auf jeden Fall mein Fach. Aber die Tätigkeit im Privaten, die berührt mich dann eher, wenn ich die Kinder in die Schule bringe und mich dann die Schulkameraden und Schulkameraden komisch angucken und mir erklären, dass sie auch Musik machen. Und wie würde Smudo reagieren, wenn eine seiner Töchter Popstar werden will? Wenn die Kinder kommen mit der Idee, dann werde ich denen da nicht widersprechen. Bei allem, wo ich was mithelfen kann, helfe ich mit. Und bei allem anderen lasse ich sie machen, was sie wollen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Nervenkitzel, Familienglück und Musikerfolg. Denkt der vielfach Gestresste mit seinen 55 Jahren mal daran, vom Gas zu gehen oder gar die Karriere zu beenden? Es ist so eine Vorstellung, als würde das immer irgendwann mal endlich sein müssen und wird viel darüber philosophiert. Wir haben aber schon länger festgestellt, dass man das einfach so lange macht. Solange es Spaß macht oder solange man es kann. Also keine Ahnung, wenn einer von uns vielen vielleicht mal ins Gras beißt, dann würde man vielleicht mal drüber nachdenken. Aufhören? Kein Thema. Und die neue LP steht ja schon in den Startlöchern. Yeah! So geht er weiter. Smudos Tanz auf vier Hochzeiten. Auf zum nächsten Termin. Natürlich durch die Luft.